In diesem Video geht es um die strukturalistische Theorie der Merkmalssemantik. Wir zeigen, worum es in dieser Theorie grob geht, wie mithilfe einer sogenannten Sematrix die Bedeutung von insbesondere konkreter erfasst werden kann und welchen Nutzen und Grenzen diese Theorie hat. Es gibt mehrere Verfahren und Theorien zur Untersuchung von Bedeutung. Dabei stehen sich zunächst grob zwei Theorien gegenüber. Der Strukturalismus sieht Sprache als ein strukturiertes Ganzes, das sich in Einzelkomponenten zerlegen lässt. Das heißt, die Bedeutung sprachlicher Zeichen ist in kleinere Bestandteile zerlegbar und durch Merkmalsangaben lässt sich die Bedeutung eines Wortes vollständig rekonstruieren. Der Kognitivismus ist eine psychologische Theorie, die Fragen der Bedeutung durch empirische Befunde über Kognition beantworten will. In diesem Video stehen der Strukturalismus und die sogenannte Merkmalssemantik im Zentrum. Die Merkmalssemantik geht davon aus, dass die Bedeutung eines jeden Lexems aufgrund einer Menge allgemeiner Bedeutungskomponenten analysiert werden kann. Ihr zufolge kann man semantische Merkmale, sogenannte Seme, als atomare Einheiten betrachten, so wie ein Molekül aus Atomen besteht. Die Grundannahmen sind folgende. Die Vertreter derselben Kategorie haben denselben Status. Das heißt, alle Merkmale sind gleichberechtigt. Sie sind nicht gewichtet und nicht geordnet. Die Begriffe besitzen scharfe Grenzen. Die Zugehörigkeit eines Begriffs zu einer Kategorie kann eindeutig bestimmt werden. Das heißt, der Kontext und die Situation spielen keine Rolle. Jede Bedeutung unterscheidet sich von jeder anderen Bedeutung durch ein spezielles Bündel an Merkmalen. Die Merkmale sind binär, das heißt, sie gelten oder sie gelten nicht. Greifen wir das Beispiel noch einmal auf. Dem Lexem Auto hatten wir beispielhaft die Merkmale Fahrzeug, hat Räder, hat einen Lenker und Motorbetrieben zugewiesen. Diese Merkmale sind natürlich noch um weitere erweiterbar, reichen für unsere Erklärung aber aus. Alle diese Merkmale sind gleichberechtigt. Sie sind nicht gewichtet und nicht geordnet. Zudem sind diese Merkmale binär, das heißt, sie gelten oder eben nicht. Diese Merkmale treffen außerdem unabhängig von einem Kontext zu, in dem das Lexem verwendet werden kann. Dieses Merkmalsbündel hilft uns, die Bedeutung des Lexems Auto zu erfassen. Jede Bedeutung unterscheidet sich also von jeder anderen Bedeutung durch ein spezielles Bündel an Merkmalen. Das wird deutlich, wenn wir ein zweites Lexem hinzuziehen. Das Lexem Fahrrad lässt sich ebenfalls durch die Merkmale Fahrzeug, hat Räder und hat einen Lenker bestimmen. Im Gegensatz zum Auto trifft das Merkmal Motorbetrieben hier jedoch nicht zu. Unter anderem dieses Merkmal kann also dabei helfen, die beiden Lexeme Auto und Fahrrad in ihrer Bedeutung voneinander abzugrenzen. Das klassische Darstellungsmittel der Merkmalssemantik ist die Sematrix. Zunächst werden die Lexeme eines Wortfeldes gesammelt. Hier sind einige Beispiele für das Wortfeld Fahrzeuge. Diese Liste ist natürlich erweiterbar um bedeutungsähnliche Lexeme. Schließlich werden Merkmale aufgelistet, die dabei helfen, die Lexeme in ihrer Bedeutung voneinander abzugrenzen. Ein bedeutungsunterscheidendes Merkmal heißt Sem. Die Menge aller dieser Seme nennt man Semem. Dann wird markiert, welche Seme für welches Lexem zutreffen. Trifft das Sem zu, wird ein Plus gesetzt. Trifft es nicht zu, ein Minus. So zeigt sich schnell und eindeutig, welche Merkmale auf alle Lexeme zutreffen und in welchen Merkmalen sich die Lexeme schließlich unterscheiden. Das wird so lange gemacht, bis alle Lexeme eindeutig voneinander abgrenzbar sind. Die Seme, die auf alle Lexeme des Wortfeldes zutreffen, heißen Archiseme. Im Falle unserer Fahrzeuge sind diese gemeinsamen Merkmale, dass sie Personen befördern und im weitesten Sinne einen Lenker haben. Interessant sind jedoch die Seme, die die Unterschiede der Lexeme aufzeigen. Einfach abzugrenzen ist das Motorboot.
Es teilt die wenigsten Merkmale mit den anderen Fahrzeugen. Fahrrad und Roller müssten durch weitere Sehme voneinander abgegrenzt werden. Das könnte zum Beispiel das Sehm im Sitzen benutzt sein, welches auf das Fahrrad zutrifft, auf den Roller jedoch nicht. Was ist nun der Nutzen dieser Theorie? Die Merkmalssemantik ist ein einfaches Verfahren, Wortbedeutungen, insbesondere konkreter, durch die Angabe von Merkmalsbündeln zu beschreiben und von anderen Wortbedeutungen abzugrenzen. Dabei stellt die Arbeit an Wörterbüchern ein primäres Anwendungsfeld dar, bei der die Definition von Begriffen und Abgrenzung von anderen Begriffen im Zentrum steht. Besonders geeignet ist die Theorie für die Bestimmung verschiedener Oppositionen und Hierarchien. Sie kommt aber auch schnell an ihre Grenzen. Problematisch sind beispielsweise Abstrakta wie das Lexem Freiheit. Die Definition solcher Begriffe wird dann eher Gegenstand der Philosophie. Auch Adjektive lassen sich kaum durch Merkmale definieren. Zum Beispiel gibt es keine absolute Definition von hoch. Dieses Lexem ist nur in Relation zu anderen Referenzen zu betrachten oder durch Skalierung anderer Begriffe. Aber auch Farben, wie zum Beispiel Rot, kann man merkmalssemantisch nicht erklären. Nur damit, was sie nicht sind, also zum Beispiel nicht blau oder grün oder gelb. Darüber hinaus stellt sich auch die Frage, wie viele Merkmale für die Beschreibung einer Bedeutung überhaupt notwendig sind. Innerhalb der psycholinguistischen Forschung existieren im Übrigen auch keine empirischen Belege für diese Theorie. Es ist unwahrscheinlich, dass derartige Merkmalszuschreibungen zu Lexemen so im mentalen Lexikon existieren. Man geht davon aus, dass Bedeutungen eher in komplexeren Einheiten, wie etwa in Wortgeweben oder semantischen Netzwerken gespeichert werden.